125 Jahre Josefskreuz. Ein Jubiläum, wo die Vorbereitungen im Jahr 2019 begannen und dann doch alles anders kam. Aus dem großen Musikfest, bei welchem die Band Karat der Höhepunkt des Festtages sein sollte, wurde nun am vergangenen Sonntag ein kleiner Festakt mit 50 geladenen Gästen, die einen negativen Corona-Test vorzuweisen hatten. 1896 wurde das größte eiserne Doppelkreuz der Welt feierlich eingeweiht. Seitdem gab es unzählige Veranstaltungen am Fuße des Kreuzes. Musikalisch startete das Jubiläum auf dem Großen Auerberg mit der Jagdhornbläsergruppe aus Stolberg. Thematisch begann der Festakt mit einer Andacht, die Pfarrer Jörg Thoms aus Stolberg hielt. Aber immer noch gilt, was im Stolberger Anzeiger 1896 stand, vor 125 Jahren, das Josefskreuz aber möge, wenn Stürme und Donner es umbranden, feststehen auf felsigem Grunde, vielen zur Freude, Gott zur Ehre. 1896 Stolberger Anzeiger, vor 125 Jahren. Und diese guten Wünsche haben sich erfüllt. Das Josefskreuz überdauert alle Erschütterungen, Stürme und Donner und Blitz, aber auch gesellschaftliche Erschütterungen. Da fallen Weltanschauungen und Weltsysteme und brechen um und fallen zusammen. Das Kreuz hält diesen Erschütterungen stand. Wer möchte, kann mit mir zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir wissen dürfen, dass du die Quelle unseres Lebens bist. Die Quelle des Universums, der die Welt im Innersten zusammenhält. Und danke, dass du dich gezeigt hast, in der Person des Jesus Christus, und dass du das Kreuz in diese Welt gepflanzt hast. Und dass wir hier unterm Kreuz sitzen dürfen. Danke für das schöne Jubiläum hier, für alle Gäste, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen. Und ich bitte dich darum, bitte ummantele jeden von uns mit deinem Segen. Mit Gesundheit, in Körper, Seele und Geist. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Zu den Gastrednern gehörten die noch amtierende Landrätin Dr. Angelika Klein, Sparkassenvorstand Michael Neher und Bürgermeister der Gemeinde Südharz, Ralf Rettig, die alle in ihren Reden auf die lebhafte Vergangenheit des Josefskreuzes eingingen. Sehr geehrte Damen und Herren, hier auf dem Großen Auerberg droht eines der bedeutendsten technischen Bauwerke des 19. Jahrhunderts, unser Josefskreuz. Größtes eiserne Doppelkreuz der Welt. Schon im 17. Jahrhundert wird urkundlich ein hölzerner Turm erwähnt, 1932 beauftragte Graf Josef zu Stolberg-Stolberg, den Berliner Architekt Graf Friedrich Schinkel mit dem Entwurf eines hölzernen Doppelkreuz, das 1834 eingeweiht wurde. Aber dieser Turm hielt den Naturgewalten nicht stand und wurde durch Blitzschlag zerstört. Das heutige Josefskreuz, welches 1896 als Stahlfach der Konstruktion von der Dampfkesselfabrik Braunschweig errichtet wurde, wird durch 100.000 Nieten gehalten, 38 Meter hoch, ein Gewicht von 125 Tonnen und zur obersten Aussichtsplattform führen 200 Stufen. Die Kosten von 50.000 Mark trug damals das Fürstenhaus zu Stolberg-Stolberg und der Harzgruppe. Das beliebte Wander- und Ausflugsziel überragt weiterhin sichtbar die Harzberge und dient als Aussichtsturm mit einem herrlichen Rundblick zum Gefolser, zum Großen Inselsberg und zum Trocken. Jährlich erklimmen 26.000 Besucher das Josefskreuz. In Vertretung des Schirmherrn Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff übernahm Bildungsminister Marco Tüllner die Grußworte der Landesregierung. Aber ich glaube, es ist auch Zeit, daran zu denken, dass manche Dinge, die von Wert erscheinen, eben nicht von Bestand sind, wenn man den
immer denkt, was selbstverständlich ist. Ich will ja gar nicht so vordergründig auf die Corona-Zeit nur vordergründig kommen, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren doch gemerkt, dass viele Dinge sich wandeln, dass viele Dinge hinterfragt werden und dass viele Dinge auch ein Stück weit im Zeitlauf werden und vergehen. Und es gibt immer schöne Momente, so wie diesen, sich zu vergegenwärtigen. Manches ist beständig und dieses Judaskreuz ist es zweifelsohne. Stolbergs Ortsbürgermeister Ulrich Franke nahm im Anschluss die Ehrung von Vereinen und Unternehmen Stolbergs vor. Neben 125 Jahre Josefskreuz konnten an diesem Tag auch 600 Jahre Stolberger Schützengilde von 1421 e.V., 130 Jahre Traditionskonditorei Friwi und 100 Jahre Sportverein Schwarz-Gelb-Stolberg e.V. gefeiert werden. Die Schützengilde erhielt eine Ehrenplakette des Deutschen Schützenbundes und natürlich trugen sich alle Geehrten in das Stolberger Ehrenbuch ein. Eine weitere Auszeichnung erhielt Hans-Jürgen Metzner, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Stolberg. Für sein Engagement erhielt er die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt. Die Landrätin Dr. Angelika Klein und Bildungsminister Marco Tullner überreichten. Anke, Carsten und Greta Jäger, in Stolberg ein wohlbekanntes Sängertrio, bildeten die musikalische Umrahmung des Festaktes. Als letzter offizieller Punkt stand nach gut anderthalb Stunden noch die Enthüllung der Festplaketten am Josefskreuz an. Bildungsminister Tullner und Christoph, Prinz zu Stolberg-Stolberg, der neben Silviane, Fürstin zu Stolberg-Stolberg, dem Festakt beiwohnte, nahmen diesen Akt vor. Als Andenken dieses Tages konnte bei Mitarbeitern der Alten Münze eine Jubiläumsmedaille in Zinn oder Silber erworben werden, die vor Ort auf dem Klippwerk geschlagen wurde.